Hallo Leute, willkommen zu meinem neuesten Projekt. Adventure Island für den NES, und zwar Teil 1. Ich starte einfach mal. Ja, ich hoffe, ihr habt mein Let's Play zum zweiten Teil gesehen. Das Spiel habe ich gekannt, das hier kenne ich nicht. Also ich habe mal ein bisschen reingespielt. Und das Einzige, was ich weiß, das Spiel ist nicht leicht. Ich darf vielleicht nicht so rushen wie im zweiten Teil, weil auch die Steuerung ist ein bisschen hakelig geworden. Besonders wenn man im Sprung ein bisschen korrigieren möchte, dann ist das ziemlich schwer. Was ist das? Skateboard. Ja, ziemlich schwer, die Steuerung im Sprung noch irgendwie rumreißen zu können. Wobei, es macht Sinn, ich gebe es ja zu. Im Sprung noch irgendwelche... Nein, gut. Im Sprung noch irgendwelche Richtungsänderungen vorzunehmen, ist nicht gerade... Ja, logisch. Aber nicht so wild. Ich werde das einfach versuchen. Und was ich... Wow. Und was ich auch noch weiß, dass dieses Spiel wieder mal asozial ist. Denn man hat da oben, man sieht zwei Leben. Ohne Turbobiene, geil. Man hat da oben zwei Leben und wenn man Game Over geht, sagt das Spiel einfach mal, fix dich, mach alles bitte gleich nochmal, weil es so toll war. Und ich will das Skateboard nicht mehr haben, verdammt. Oh. Da hinten war ein Geheimnis, habt ihr gesehen? So, Skateboard los und ich kann wieder zu Fuß weitergehen. Ja, wenn man Game Over geht, einfach das Ganze nochmal. Deswegen glaube ich, es könnte ein paar Versuche von meiner Seite brauchen, bis ich das wirklich bis zum Schluss durchspielen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich euch dann alles zeigen werde. Je nachdem, wie ich fehle, nicht, aber warten wir es ab. Und wie gesagt, ich muss mich daran gewöhnen, nicht so zu rushen in dem Spiel, weil es ist wirklich nicht leicht. Was ist da drin? Na ja, solche Sprungpassagen möchte ich natürlich ein Skateboard haben, ist klar. Einfach vorsichtig spielen. Am besten die Finger weg von der Renntaste, dass ich nicht zu schnell werde. Aber ja, bis zum Ende des Spiels muss man sich bestimmt wieder... Da war wieder ein Geheimnis. Egal, scheiß drauf. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall, ja, bis zum Ende des Spiels werde ich bestimmt... Zeitprobleme bekommen beim Durchspielen. Da bin ich so ziemlich sicher. Geh weg. Danke. Meine Frucht. Aber wir werden sehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Spiel dauert. Ich hoffe nicht allzu lange. Weil, ja, es ist schwer. Aber wie gesagt, da ich Teil 2 Let's Played habe, war es irgendwann einfach mal Pflicht, dass ich das Spiel auch spielen werde. Wie gesagt, es ist blind, ja. Bis auf die ersten zwei Level oder so. Habe ich mal ein bisschen reingesehen, wie das so funktioniert. Und das war wieder so ein laufendes Schwein, das wir vom zweiten Teil her kennen. Was ist da drin? Was ist da drin? Hallo? Oh, ne, Ultrabiene. Ich weiß nicht, ob es auch schlechte Teile in den... Wow! Ein Überfisch! Ich weiß nicht, ob es auch schlechte Dinge in den Eiern gibt... Aber mal abwarten. Und ich weiß auch nicht, ob es hier schon Dinosaurier gibt. Das wäre cool, aber bisher habe ich irgendwie noch keinen gesehen. Was mich zu der Annahme bringt... Was ist dieser Topf eigentlich? Der bringt mir irgendwie Punkte oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, was mich zu der Annahme bringt, dass es hier keine Dinos gibt. Was nicht so toll ist, wie ich finde. Ist schade. Heißt somit, ich muss gar nicht alle Eier einsammeln, solange ich einen Hammer habe. Nicht, dass ich mir da noch irgendwas verbaue wegen irgendeiner Scheiße, die ich da aufsammle und die mich dann einfach tötet. Aber, ja, egal. Wir haben es wieder geschafft. Ja, jetzt war es noch einfach, aber... Das kommt bestimmt noch. Es ist ein NES-Spiel. Das ist schwer. Man kennt's. Warum steht jetzt drei Leben und da oben nur zwei? Ich weiß es nicht. Ist da wieder ein Skateboard? Will ich nicht, Fledermaus. Fledermaus. Noch eine. Okay, die kann man gut triggern. Und dann vernichten. Das geht alles noch. Oh, du bist fies. Ja, komm runter. Du auch. Nein. Oh, geh weg. Ja. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Und warum rollt der Felsen hier auf einer ebenen Ebene? Ja, eine Ebene. Dieses 2 hier, das... Oh, Power-Dings. Diese 2 bedeutet, wenn ich da verrecke, dann kann ich da weiterspielen. Aber nur, solange ich Leben habe, versteht sich. Oh, böse Feuerschweineschlange. Ein Riesenstein. Was noch?
Hier hin. Oh, oh, oh. Ja, natürlich Eis. Einfach mal so. Okay, Abschnitt 3 ist dann wohl Eis. Ah, ich wollte das haben. Eine Blume, was ist das? Kann ich da runter durchrennen? Ja, kann ich. Wenn ich kein Gehen kommt, kann ich das. Scheiß, aber... Da war noch ein Ei. Nein! Fuck. Ich wollte die Frucht haben. Scheiße. Ja, ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Jetzt habe ich keinen Hammer mehr. Ist hier ein Hammer drin? Oh ja, oh ja, oh ja. Da war vorhin die Blume drin, nicht wahr? Ja. Okay, scheiß drauf. Scheiß auf die Früchte und hoffen, dass irgendwann noch genug Früchte auftauchen. Ist das da? Oh nein! Verdammt, genau von dem habe ich gesprochen. Das Ding schadet mir. Das zieht mir oben die Lebensenergie ab. Ich habe noch gar nichts vom Spiel gesagt. Ja, ich muss ständig essen, damit meine Energie nicht auf Null sinkt, dann bin ich tot. Skateboard. Oh, verdammt, ich muss Früchte haben. Früchte. Ich bin gleich weg vom Fenster. Nein, nein, eine Frucht, bitte, 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 bitte. Okay, ich habe sie nicht erwischt, aber ich habe es geschafft. Puh, okay. Okay, es gibt tatsächlich böse Inhalte in Eiern. Und bekomme ich irgendwann Leben dazu, oder wie verstehe ich das? Spinnen! Böse, böse Spinnen. Gut. Den Pott hier wieder aufsammeln. Und hepp, vielleicht kriege ich ja durch Punkte Leben wie im ersten Teil schon. Ja, und die Story vom Spiel, ich weiß sie ehrlich gesagt nicht. Im ersten Teil war es so, dass man da seine Geliebte retten musste. Irgendwie so. Was flog da gerade durch den Bildschirm? Was ist da drin? Eine Blume. Oh, oh, oh. Die Blume hier bedeutet, passt auf. Genau, von hinten greift uns ein Gegner an. Das war im zweiten Teil schon so. Die sind fies, aber man kann sich drauf einstellen. Oh, böser Frosch. Stirb, Frosch. Ja, vorsichtig. Was ist das da? Wo? Nicht ins Feuer. Nicht ins Feuer, du Typ. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Immer ein bisschen feuern, vorzeitig schon. Irgendwelche... da war eine Honigmelone oder sowas. Die gibt bestimmt eine Menge Punkte. Energie, irgend sowas. Aber eigentlich ist ja egal, was für Früchte ich esse. Hauptsache, meine Energie da oben geht nicht down. Oh, da kommt hier gleich was von hinten. Umdrehen und feuern. Perfekt. Ja. Abschnitt 4. Ja. Stein, Stein, geh weg, Stein. Kann ich den Stein auch irgendwie vernichten? Nee, ich habe keine Dinos. Das hier ist die... Wow! Ja, toll. Ja, toll. Wie hätte ich jetzt da bitte gut spielen können? Fuck, jetzt habe ich keinen Hammer mehr. Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Nein! Moment, da war irgendwo ein Ei. Da. Ich habe irgendwas gekriegt und die Schlange feuert jetzt nicht, da ich keinen Hammer habe. Also ich glaube, es ist wegen dem. Das war schon in Teil 1 so. Das ist für... Oh, da ist ein Hammer. Ja. Wow! Wow! Was bist du denn? Am Kopf kann ich ihn verwunden. Wow! Geh... Was? Was? Das war's schon? Okay. Ich habe jetzt einfach mal instinktiv auf den Kopf geballert und offenbar... Hat das funktioniert? War das jetzt ein Boss? War es das schon mit dem Spiel? Oder wie sieht das aus? Ich habe da oben 0. 0 Leben. Da steht zwar 1, aber ich nehme an, das ist da oben 0. Ist da drin? Blume. Oh je, oh je. Ich will nicht Game Over gehen. Da hätte ich dann so meine Probleme. Will das Spiel nicht immer wieder von neuem beginnen. Wirklich, das... würde mir nicht so Freude bereiten. Euch vielleicht schon, aber mir nicht. Einfach ein bisschen vorsichtig spielen und hoffen, dass ich irgendwo Leben herkriege. Wow! Wow, ich hätte es eigentlich wissen sollen. Ich hätte es ahnen müssen. Die fallen jetzt auch noch. Aber welche fallen? Ich sehe das nicht. Was ist da drin? Ich will es aufmachen. Oh, ne, super Biene. Ne, super Biene. Skateboard will ich nicht haben. Bin da zwar schneller unterwegs, aber, ja.
bin dann auch eher... Oh, ich bin auch eher verwundbar. Du bist gemein hier in der Landschaft drin. Du fällst? Nee. Ich nehme an, die Plattformen, die sich bewegen, die fallen nicht. Hoffe ich jetzt einfach mal. Du gehst weg. Meine Plattform. Darauf und den Pott holen. Vielleicht steht ja irgendwann, du hast alle Pots gesammelt, du kriegst jetzt 200.000 Leben. Wow! Pff, schon wieder so ein Überfisch. Meine, nochmal einer. Geht weg mit diesen Fischen hier. Die machen mir ziemlich Angst. Hep. Springen. Wow. Fuck. 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 Das war fies. Oh, das Ende, das Ende, das Ende. Moment, jetzt habe ich da oben wieder einstehen. Das finde ich dann wieder schön. Boah, ich muss erstmal durchatmen. Boah, das Spiel, ey. Boah, ja, ja, ja. Ja, gib mir viele Punkte. Gib mir ganz, ganz viele Leben. Ganz, ganz viele Leben. Was sagt die Zeit? Ja, ein bisschen kann ich noch spielen. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nein, hier ist ein Höhlenabschnitt. Was ist da drin? Eine Blume. Alles klar. Ich überlege mir wirklich, ob ich in Zukunft die Eier noch öffnen sollte. Denn wenn da so eine... Geh weg! Wenn dann nochmal so ein... Mann! Das war wieder übel knapp. Wenn da nochmal so eine... Was war das? Eine Aubergine, genau. Wenn da nochmal so ein Ding kommt, dann... habe ich bestimmt nicht mehr so viel Glück wie vorhin. Boah, fast in die Flammen reingesprungen. Stein. Nochmal einer. Gut. Oh, 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 gut sein! Ja, so viel zu im Sprung noch korrigieren. Ja, genau das meinte ich. Konnte da nichts mehr machen. Nun gut. Immer vorzeitig schon schießen. Natürlich habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wo das Vieh kam. Dass ich mich da hätte vorbereiten können. Nimm die Banane mit, du Typ. Hep. Wo war es nochmal? Da war's. Okay, ich bin jetzt zwar gestolpert, habe dadurch Energie verloren. Aber ich lebe noch. Und das ist das Gute daran. Jetzt hier irgendwo kam... Ne, jetzt kamen zuerst die Steine. Jetzt kam die Schlange. Da irgendwo. Da, genau. Oh, gleich noch eine. Natürlich. Fick dich. Ja, Moment. Jetzt steht da Game Over und ich kann wieder anfangen, wo? Am Anfang. Ja, natürlich. Ja, genau das meine ich. Das Spiel macht irrsinnigen Spaß, nicht wahr? Aber ich habe mich jetzt gerade zu was entschieden. Ich werde... Ja, diesen Part mache ich jetzt noch zu Ende. Aber dann werde ich offscreen wieder... Ja, vergesst es doch einfach. Nee, ich werde dann offscreen bis zu diesem Level wieder spielen und das euch dann wieder zeigen, weil immer wieder denselben Scheiß hier wollt ihr bestimmt nicht sehen und ja, ist bestimmt nicht sonderlich angenehm für euch. Deswegen, wie gesagt, diesen Part nehme ich jetzt noch komplett auf, dauert ja nicht mehr so lange und dann werden wir uns wiedersehen in dem Level, wo ich gerade verreckt bin. Von dem ich übrigens nicht mehr weiß, welches es war. Aber das kann ich ja deinem Video nachsehen. Das ist ja nicht so das Problem dann. Geh weg, Vogel. Und das... Ja doch, ich wollte schon sagen, das Skateboard ist mir irgendwie sympathisch. Ich komme da schneller durch. Es ist klar, aber... Wow! Okay. Ja, Stein. Stein. Nochmal einer. Was ist da drin? Die Ultrabiene. Yay! Und wir rasen durch alle Gegner. Wow! Warum tue ich mir das nochmal an, Leute? Das wird Horror, das ganze Spiel ständig wieder von vorne zu beginnen. Aber so waren die Spiele halt früher, nicht wahr? Kann man nichts machen. Spring! Ja, mit dem Skateboard. Für mich unschön. Egal, ich sterbe eh gleich nochmal und dann kann ich dann wieder offscreen beginnen. Ich gebe mir jetzt auch nicht mehr sonderlich Mühe. Und sonst mache ich einfach noch das Level fertig und... Ja, fange halt dann nochmal an, weil mit null Leben... Ne. Ne, jetzt hätte ich nachsehen können, was da drin ist. In diesem versteckten Ei. Ja, hier muss ich warten. Und ja, ich hätte mit dem Skateboard auch abbremsen können. Stimmt eigentlich. Naja, egal. Egal jetzt. So, wie gesagt, das war zwar für nix, weil ich eh wieder von vorne anfangen werde, weil ich habe nur Leben, hallo. Wie auch immer. Ja, bist du bald fertig? Bleibt dieser Bildschirm? Nein, bleibt er nicht. Aber dieser bleibt hoffentlich.
So, Pause. Gut, Leute, das hier ist mein neues Projekt. Ich bin gespannt, wie lange ich mich daran aufhalten werde. Aber wie gesagt, ihr seht ja dann eigentlich bloß die wirklichen Fortschritte und alles, was so dazugehört, nicht wahr? Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.